Revelio. Was ist das hier? Ein Moor? Sieht cool aus. Das hätte mir Sebastian ruhig mal sagen können, dass es hier krasse Hippogreife gibt. Was ist das da drüben? Sieht aus wie ein Friedhoflager. Also ein Lager plus Friedhof. Okay, let's go. Das haben wir. Ist super cool. Ach Gott, was hier alles noch sehe, ey. Furchtbar. Runter hier. Ich habe da hier schon wieder was gesehen. Wo habe ich denn das gerade gesehen? Da. Oh, schön. Rüber. Was geht hier ab? Confringo! Expelliarm! Defindo! Incendio! Confringo! Expelliarm! Die sind bestimmt zum der Sebastian, der bringt uns ja bestimmt jetzt coole Sachen bei oder so. Und da trainieren wir bestimmt. Kommen wir hier rein? Stufe 2. Mist, wir hätten... Oh, da drüben gibt es noch einen Brief. Sehe ich gerade. Wir hätten Mr. Moon vorher die Demigas-Statue bringen sollen. Guck, da ist er. Hallo. Und eine Kiste gibt es auch noch. Was haben wir denn hier? Übungspuppen. Die Bewohner von Felcroft nutzen sie gelegentlich, um sich in der Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Koboldangriffe. Ja, okay. Weiter geht's. 6 von 8. Übungspuppen. Lasst mich ja in Ruhe hier. Ihr seid bloß Übungspuppen. Euch darf man verkloppen. Okay, wie gesagt, wir hätten vorher zu Mr. Moon gehen sollen. Weil... Revelio. Ist hier meine Mission? Nö. Kann ich hier rein? Oh, kann ich. Hallo, Mister. In der Zaubererwelt macht man das so. Liebe Anne. Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sebastian. Ah. Sind wir hier in Sebastians Haus? Hi, Anne. Du bist bestimmt Anne. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. Anne. Revelio. Sowas müsst ihr euch schreiben. Hallo, Anne. Du bist bestimmt Anne. Lass dir schmecken. Mr. Anne, ich empfehle mich. Okidoki. Dann holen wir uns mal das Feuerchen hier. Hallo! Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Schön, Sie zu sehen. Da oben ist Mr. Sebastian. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Sehr gut. Hallo, Homora. Na, da war's. Alohomora. Ich bin so ein guter Zauberer. Entschuldigung, ich muss noch mal ein bisschen naschen zwischendurch. Ich hoffe, das ist okay. Revelio. Das schauen wir uns doch mal an. Der Royale, der hat mir zwar nicht so gefallen, also der Griff. Aber wir hatten sowas nämlich schon mal. Hier, wir hatten den Royalen Rosa. Und jetzt haben wir Royal Blau. Zeig mal her. Ja, der geht schon ganz gut. Aber... Weiß nicht. Nee. Der bleibt. Der bleibt. Bisher noch keinen besseren gefunden. Aber es gibt echt schöne. Es muss halt natürlich trotzdem zum
zum Zauberstab passen. Und vor allen Dingen, na gut, natürlich auch meinem Geschmack entsprechen. Und nicht jeder... Oh, hier kommen wir auch rein. Alohomora. Was? Hat hier gerade jemand Eindringling gesagt? Alohomora. Revelio. Hi, Mister. So macht man das in der Zaubererwelt. Jeder ist willkommen. Ich bin garantiert kein böser schwarzer Magier. Wozu die überhaupt abschließen? Bettetruhe. Bezauberndes gestreiftes Gewand. Zeig mal her. Wenn es bezaubernd ist. Wo haben wir es? Hier. Kommt immer drauf an, wie es unter meinem Mantel aussieht. Aber ich merke gerade, wir haben sowieso den falschen Mantel an. Nee, das ist... Das ist alles. Das hier ist es. Naja, das ist auch nicht bezaubernd. Aber wir haben den falschen Mantel an. Warum haben wir den falschen Mantel an? Erhöhte Füllrate. Oh, wir haben das gar nicht geändert. Das ist ja doof. Moment, ich will meinen... Hier, ich will meinen schönen Mantel wieder haben. Renne ich hier mit dem falschen Mantel rum? Ist mir gar nicht aufgefallen. Mensch, sag doch mal was. Ihr seid ja schlimm. Gut, haben wir noch was hier? Mister, ich danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke für Ihre Sachen. Bis zum nächsten Mal. Achtung, nicht erschrecken. Hier wird's gruselig. Hä? Im Kürbis. Ah, den kann man kaputt machen. Hallo, Mr. Vogelscheu. Ja, die sind doch weg. Hier, komm. Incendium. Besser. Juckt immer noch. Ach, Mensch. Ja, ja, ach Mensch, schimpfe doch nicht. Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Mann, da will man helfen, weißt du? Und dann sowas. Hi, Kollege. Bernhard. Was gibt's denn? Freut mich, Sie kennenzulernen. Hi. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Der Nachname ist schwierig auszusprechen. Ja, erzähl mal. Wie kamen Sie zu dem Geschäft in Feldcroft? Herrlich hier, oder? Ja. Aber ich habe es mir nicht ausgewählt. Es wählte mich aus. Ich bin hier aufgewachsen. Es ist mein Zuhause. Was den Laden betrifft, wahrscheinlich hat er mich ebenfalls ausgewählt. Ich habe schon immer gern mit Tierwesen gearbeitet. Oh, meine Töchter lieben sie. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie den Laden übernehmen. Ich muss mal ganz kurz die Tür wieder zumachen, die Tyson gerade aufgemacht hat vorher. Moment bitte. Sorry, ihr Lieben. Aber der bringt heute hier irgendwie alles durcheinander. Der ist heute frech. Zack. So, erzähle weiter. Was Tierwesen. Verkaufen Sie hier? Schön, dass Sie fragen. Ich verkaufe alles, was es an Tierwesen-Nebenprodukten zu finden gibt. Kann Wenn ich dir Sie auch Tierwesen sehen verkaufen? Sehen Sie sich gern um. Irgendwann kommen Sie schon wieder. So ist es immer. Ob ich den Tierwesen verkaufen kann, das wäre super. Ich bin neugierig, was in Feldcroft vor sich geht. Können Sie mir etwas dazu sagen? Ein unglaublich unfreundlicher Kobold namens Belgraf der Schläger quält jeden, den er in die Finger bekommt. Den kriegen Feldcroft wir schon. Grenzt an Koboldland. Aber wir haben immer friedlich zusammengelebt. Bis vor kurzem zumindest. Manche behaupten, dass Belgraf und seine Bande mit Ranrock im Bunde sind. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls hat der ganze Ärger meinem Geschäft geschadet.
Alle hier sind verunsichert. Die Lage ist ziemlich ernst. Hm, okay. Wir machen sie kalt. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Du hast nichts, was ich brauche. Und dir kann ich auch keine Tierwesen verkaufen. Schade. Viel Spaß aber noch. Gern jederzeit wieder vorbei. Ja, mach ich. Hübsches Schild hast du mit deinem Einhorn hier. Okidoki. Hier beim Brunnen ist angeblich noch ein Lättchen. Jawohl. Der Brunnen von Feldcroft. Der Brunnen von Feldcroft versiegte vor etwa 400 Jahren während einer großen Dürre. Leider gab es infolgedessen viele Tote, darunter auch einen kleinen Jungen, dessen Vater sich noch Jahre darauf weigerte zu sprechen. Der Legende nach war die Lage gerettet, als eine Gruppe wohlwollender Hexen und Zauberer eine noch nie dagewesene mächtige Magie einsetzte, um der Region neues Wasser zu spenden. Das ist also das Dörfchen, was durch die Dings, durch die alte Magie Zauberer gerettet wurde. Aha. Interessant. Interessant. Achso, hier kam man ja nicht rein, nicht wahr? Ja, das war Level 2. Wir sind also einmal im Dorf ringsrum gegangen. Aber hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Das holen wir uns natürlich. Eine fette Truhe. Hi. Die steht hier einfach so rum. Nicht identifizierter Handschuh. Revelio. Magst du Schmerzen? Der ist meilenweit weg, der Typ. Und trotzdem hört man den so laut. Königlicher Schal mit Chinesen. Ach so, den kennen wir schon. Aber ein Lila, nicht wahr? Interessant. Wie komme ich denn da hoch? Ach, wie komme ich denn hoch? Okay. Okay. Wir sind in einer magischen Welt. Das ist okay. Es ist Magie. Es ist Magie. Das ist okay. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Das ist alles okay. Hier drin haben wir noch was. Oh. Krankmeister-Werkzeug. Für unseren Raum der Wünsche. Ja, ist okay, aber die Inneneinrichtung ist nicht so meins. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier noch? Quidditch-Zeugs. Quidditch-Bälle. Das war eindeutig ein Quidditch-Spieler, wie es scheint. Großer Pokal hier. Besen. Noch mehr Quidditch-Material. 3 Geld. Galeon. Toll. Revelium. Oh. Aber hübsch. Ja, das sieht cool aus. Ein Gryffindor war's, wie es aussieht. Aufträge können im Auftragsprotokoll nachverfolgt werden. Danke, Spiel. Ich mach ja schon. So, wir machen es aber jetzt wirklich. Sorry. Dafür, dass ich gesagt habe, wir machen heute nur Hauptquest, haben wir jetzt anderthalb Stunden nur Hauptquest gemacht. Wow. Es tut mir leid, Leute. 3 Folgen wieder ohne Hauptquest. Aber jetzt. Jetzt fangen wir an. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Es geht los. Da ist er. Du Sebastian. Ja, hallo. Es geht los. Hauptquest. Let's go. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Mhm. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar frech. Mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist.
Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Ich glaube, da war ich schon. Aber ja, können wir machen. Warum dürfen die keine Zauberstäbe tragen? Aber gut, das ist 1800. Das hat bestimmt was mit Unterdrückung und sowas zu tun. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Und wir helfen da auch noch. Wir gehören mit zu den Bösen, eigentlich. Oh, Sebastian. Da. Meine Schwester sollte drin sein. Hm, da war ich schon mal. Ups. Hab ja gesagt, das ist Anne. Aha! Sebastian! Wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber okay. Wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Okay. Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Ja, ist okay, dein Mantel ist schon wieder... Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Was mit dem sein Mantel immer ist. Okay, das war aber gerade strange irgendwie. Was ist denn der ihr Fluch? Dass die einfach Schmerzen da... Sebastian, dein Mantel! Mensch! Wie der wieder rumrennt. Der junge Haupt mit dem letzten Nerv. Ach komm. Ist ja auch nicht so schimpfen. Kann ich mit dir reden? Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Okay, Schmerzanfälle. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Hm. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Crucio. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Ja, genau. Hallo. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Hm, kannst du aber wissen. Wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Warum nicht? Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ach Mensch, Anne. Ah, der hat sich eindeutig entschieden. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Na dann, gute Nacht. Danke für den Besuch. Hm. Ich wünsche dir alles Gute. Kann man das wirklich nicht aufheben? Das Problem ist, ich nehme mir mal einen Apfel, danke. Das Problem ist, ich kenne mich halt mit ja, Magie eher weniger aus, ne? So ist eher Neuland für mich. Wäre interessant, da mehr zu wissen, wie das funktioniert und so. Also Witcher können ja auch Flüche aufgehoben werden. Warum hier nicht? Verzeihung, Mr. Sallow. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut.
Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Er hat eine coole Stimme. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ja, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Na, wart's mal ab, mein Freund. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Nee. Garantiert nicht. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Komm, wir killen einfach alle. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ja, ob er seinen Mantel mal gerichtet hat. Nee, immer noch nicht. Mensch, Sebastian, was ist bloß los mit dir? Warum hört er nicht auf mich? Was machen? Ist meine Schwester. Was machen wir bloß mit dir? Guck mal, wie du rumrennst. Meine Güte. Junge! Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ach komm, alles gut. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Aber das ist doch ganz verständlich. Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Na, wir kriegen das schon hin. Aber dass Schmerz einen verändert, ist doch ganz normal. Der Schutz, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Das war bei mir genauso, wo ich im Krankenhaus war und die ganzen OPs dann hinter mir hatte. Seitdem will ich auch keine mehr haben oder auch keine Schmerzen. Wenn wieder was ist, dann sollen die mich richtig schön wegknallen und ich will davon gar nichts mitkriegen. Das war genug. Und da kann ich das schon verstehen. Wenn die ändern, die ganze Zeit Schmerzen hat durch einen Fluch, den man dann nicht mal erklären kann, weil es kommt ja bei ihr scheinbar einfach so, dann geht man in eine körperliche Schonhaltung. Das ist wie bei mir jetzt zum Beispiel mit den OPs und sowas. Dann ich gehe ja auch durch schon mein Rücken und alles. Ich gehe ja in eine Schonhaltung. Und genau das macht die auch. Also, ja. Revelio. Total normal. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Komm, wir hauen euch auf die Fresse. Ich mach dich kalt, ja. Das ging fix. Oh Gott. Das war dein letzter Fehler. Was bist du jetzt für ein Hampelmann? Ein Bosskampf. Oh fuck. Der hat mich aber schön erwischt. Woo! Der war geil. Hier.
Nein, das wollte ich nicht. Wo kommt der denn her? Ciao! Das werden ja mal mehr. Wo kommen denn die alle her? Lass mich runter! Sofort! Nee. Protego. Voll gut, dass wir. Komm. Zack. Jetzt haben wir's. Ich gebe zu. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ja, das waren tatsächlich ein paar mehr. Puh. Aber voll gut, dass wir den Zauber... Oh, Mega-Power-Trank, okay. Dass wir den Zauber... Der Sound, voll gut. Entschuldigung. Dünn. Macht Spaß. Voll gut, dass wir den Zauber verstärkt haben. Ich muss glatt mal gucken. 27. Wir waren doch 27, ne? Talente. Hier. Oh, mein Auge zuckt schon wieder. Wenn wir... Ja! Da geht er nochmal durch und zerschneidet die und macht die voll kaputt. Verstärken. Sehr gut. Da sind die Angriffszauber noch ein bisschen stärker. Das ist gut. Schuluniform. Hey Sebastian, was geht? Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Den Tod verdient! Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Oh, okay. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Sie würden grundlos töten. Hä, das machen wir doch die ganze Zeit. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten Sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Na dann, vielleicht let's go. Hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Wir und metzeln uns einfach. Schloss Rookwood. Wir metzeln uns einfach durch alle umsehen? Durch. Aber Logo. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Die Frage ist halt, was suchen die, ne? Suchen die auch die alte Magie oder so? Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ja gut, das kennen wir ja schon. Steht auf den Sachen was drauf? Ja, aber man kann es nicht lesen. Schade. Coole Statue. Rebellion. Sind wir jetzt hier auf dem Friedhof, wo der Vater von Tom Riddle vergraben wird. Was macht der da hinten? Ich dachte... Achso, durchsuche. Ja, mache ich. Ich bin am Durchsuchen. Ich durchsuche. Wir schauen uns alles an. Gibt's hier was? Da ist ein Eingang. Da kommt man doch bestimmt rein, oder? Das war mal ein Haus. Da hinten ist irgendwo ein Gegner. Hier durch die Tür. Rebellion. Da oben ist eine Kiste.
Aber da darf ich jetzt bestimmt nicht hin, ne? Die vergesse ich doch wieder. Was gibt's hier? Bisschen Geld bestimmt. Jo. Hier, die Leviathan-Axt ist mit dabei. Schön. Sieht auf jeden Fall alles sehr hübsch, sehr stimmig aus. Macht schon einen sehr guten Eindruck. Gefranster Hausschal. Oh, den schaue ich mir mal an. Den schaue ich mir mal an. Ausrüstung. Schal. Warte mal, das war... Ja, das war der Feuerball. Zeig mal her. Sieht gar nicht mal so scheiße aus, ne? Aber welcher ist denn besser? Der hier ist besser, ne? Wir müssen nach Dings, aber wir können ihn ja verändern. Da. Komm, wir nehmen den mal. Ist doch hübsch. Ja. Revelio. Blauer Schal. Kann man nie was falsch machen mit.